So, jetzt machen wir mal einen großen Crackling Ball Vergleich. Ja, sis. Und zwar haben wir vom Pyrotrade den Feuerball, Big Balls von Explode, Titanball Groß von Argento, die Big Whoopers von Leslie und die Big Cracker Balls von GBV Weco Fuhrwerk, wahrscheinlich holländisches Weco oder so. Dann würde ich sagen, willst du zünden? Ja, kann ich machen. Jetzt habe ich Handschuhe an. Sehr gut. Passiert mir dieses Jahr. Fangen wir mal gleich mit den holländischen von Weco an. Ja. Boah. Feuerball von Pyrotrade. Ui. Die waren gut. Das war schon besser. Big Balls von Explode. Jawohl. Auch eine schöne Crackling-Wolke. Ja. Titanball groß von Argento. Oh, die sind aber gut schwer. Ja. Da sitzt gut was drin. Dann werft den am besten ein bisschen weiter weg. Besser ist, ja. Auf jeden Fall am lautesten. Ja, die und den Big Whooper von Leslie. Cooler Tschüss. Also, ich würde sagen, also bis auf den Big Cracker Ball, der ein bisschen kleiner war, eigentlich alle gut durch die Bank weg. Ja. Kann man sich alle holen. Die von Argento und von Leslie sind am besten. Ja, weißt du was, da hole ich noch einen hinterher von Argento hier. Die sind wirklich gut. Die sind auch am schwersten. Ja. Oh, oh. Alter, was eine Crackling-Wolke. Mega geil. Oh. Kann man gelten lassen. Kann man gelten lassen. Noch ein Big Ball von Explode. Pyrotrade Fireball. Oh, der hat doppelt, ne? Kann das sein? Oder kommt das so vor? Einen haben wir davon noch. Oh, das ist zu nah. Das ist zu nah. Das ist so ein Zwei-Stufen-Effekt. Richtig geil. Und noch ein Big Whooper. Big Whooper von Leslie. Das war eine Cracking-Wolke. Mega geil.